Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir müssen mit dem Paladin der Ants irgendwas besorgen. Ich glaube, ein Sender oder sowas. Und wir müssen uns jetzt erstmal hier reinhacken. Ist zu gut geschützt. Verdammte Scheiße. Okay, ich brauche... Natürlich benötigt das einen höheren Hacker-Skill, aber ich glaube, das kriege ich auch so auf. Ich musste dafür, glaube ich, nur irgendetwas finden. Ich jetzt mal wüsste, wo das war. Passwortsicherheit. Alles klar. Passwortänderung, genau. Ich musste das nämlich einfach ändern. Und das dann hier eingeben. Richtig. Sicherheitstür, Tür öffnen. Nice. Na also. Hilfe! Holy shit. Okay, ich bin gleich tot. Nice. Yay. Boah. Ja, das sind die Sims. Aber ich glaube, ich habe ihre Waffe bekommen. Irgendwo. Ich brauche eigentlich kein Springmesser mehr. Ah ne, ich habe den Schlagstock genommen. Na, ich wollte die Sintpistole. Da. Institutpistole, genau. Die war nämlich gar nicht mal... Ja, die war gut. Alles klar. Boah, ich hoffe, wir kriegen halt hin. Kollege. Ich wollte mich kurz mal hier umgucken, aber ist okay. Ja, das sieht schon besser aus. Alles klar. Shit. Ich muss aufpassen, ich habe nicht mehr so viel Leben, aber die Waffe ist auf jeden Fall schon mal stärker. Komm schon, Paladin. Ja, ein hast du. Noch ein. Einer ist da noch irgendwo. Boah. Hinter dir, hinter dir. Paladin! Okay, er ist tot. Institut Gewehr nehme ich auch mit. Da. Macht sogar mehr Schaden. Alles klar. What the damn? Es macht mir Schaden. Und ich bin gleich tot. Yay. Das finde ich doch geil. Nicht. Paladin? Ja, ich weiß, wie man das macht. Das ist nämlich wie bei Skyrim. Einfach nur, hier kann man mit dem linken Stick kannst du die H-Klammer bewegen und mit dem rechten
Dann den, das ist ein Schraubendreher, oder? Bleib wachsam. Da vorne sind Geschütztürme. Paladin, schön mit dir reden. Ey. Jetzt habe ich die Tür. Verdammte Scheiße, mir darf nichts mehr passieren. Paladin! Ich bin gleich tot! Ich speicher zwischen. Sonst verreck ich hier. Holy shit, ey. Lass mich doch jetzt einfach irgendwo ein Stimpack oder so finden. Überfälliges Buch. Nope. Hier irgendetwas. Maschinenterminal. Nope. Bin ich wieder hier. Ein Wecker. Oh, in Toiletten sind manchmal so Arzttaschen. Oh, bitte lass mich doch ein bisschen Glück haben. Ja! Nein! Knochen der linken Hand. WTF? Die haben keine Arzttasche? Was ist das denn für eine beschissene Toilette? Oh, hinterm Spiegel. Ich glaube es nicht. Hinterm Spiegel. Ja. Oh, nice. Okay. Ich bin wieder voll dabei. Hier haben wir nochmal Patronen. Ich bin wieder dabei. Aber hier nochmal eine Nuka. Da ist eine Quantum Nuka Cola. Oh mein Gott. Oh. Ich habe einen Quanny gefunden, den Quantum Bro. Das dürfte unser letzter Halt sein. Oh, ist das schön. Weil eine Quantum Coca-Cola oder Nuka Cola heißt es ja hier, das heißt ja nicht Coca-Cola, füllt dein komplettes Leben auf. Es ist super. Aber ich will die halt nicht gern verschwenden und mein GTA 5 Update ist installiert. Dankeschön. Ja, ja, ist okay, mein Friend. Hier ist nothing. Du gehst bitte vor, ich hab ein bisschen Schiss. Das ist ein Glockenturm. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keine Sache mehr. Wir müssen weiter versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wieder herzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich in den Rücken. Alles klar. Das ist nämlich hier. Muss ich da ein Passwort wieder eingeben? Ja, was ist mit... Pure? Nein. Zesh? Nein. Most? Oder Most? Was mit Pole? Nein. Verdammte Scheiße. Gleich 10 Sekunden warten. So. Wins? Nein. Opts? Nein. Onto? Nein, Gets. Oh Mann. Wollt ihr mich verarschen? Gib mir das dreckige Passwort. So, Dome. Soon. Toll. Food. Tut mir leid, Paladin, aber ich hänge gerade ein bisschen fest.
Oh, verdammte Scheiße. So, danke. Fail. Ja, das passt doch. Schade. Fury. Keep. Vex. Ja, oh, danke. Energieoption. Hilfsgenerator starten. Oh, danke. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk und bereit zur Zündung. Starte 5 Sekunden Countdown. 5. 4. 3. Ich hab die Tür zugemacht. Was passiert? Was habe ich gedrückt? Triebwerk wird gezündet. Ist die Tür jetzt auf? Habe ich die Tür aus Versehen? What the f? Was? Regel Nummer 1. Drücke keine Knöpfe. Ich hätte saven sollen. Ich fasse es ja nicht. Egal. Nicht runterspringen, ich hab keine Powerrüstung. Oh, leck mich, ey. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Keine Sorge. Hallo? Ah. Och nö! Trip! Ja. Ha! Jetzt! Nein, ich will das doch gar nicht verlassen. So. Keine Knöpfe drücken. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. Holy shit. Okay. Ich helfe dem Paladin von hinten. Klingt zwar komisch, ist aber so. Was ich immer komisch finde, ist, warum haben die Guten hier den roten Strahl und die Bösen den blauen? Das ist nicht Star Wars-like. Warum bin ich denn jetzt schon wieder tot? Ich scheiß jetzt auf das Optionale. Ich will das aber noch schaffen hier. Huch, ja, ja. Geschafft. Dankeschön. So, ich scheiße jetzt auf das Optionale und gehe einfach raus. Ich gehe einfach raus. Ach, ich dachte gerade, du wärst ein Sünd. Shit, ey. Okay. Ganz ruhig, wir kriegen das hin. Gemeinsam sind wir stark. Okay, nachladen. Einfach in die Menge ballern. So gehört sich das. Oh, Alter, wie viele das waren, ne? Ich sammle jetzt mal ein paar Fusionszellen ein. Weil das ist ja...
die Munition der Institutwaffen. Habe ich wieder ordentlich. So. Gut. Dann können wir ja jetzt in den Aufzug gehen, Paladin. Hast du Bock drauf? Aufzug fahren. Ja, nice. Okay, meine lieben Freunde. Das sehen wir aber jetzt im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt ein bisschen gefailt habe. Aber ist ja egal. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Und ich sage bis dahin. Tschüss.